Nasumi ist hier einzigartig. Notiz des Zauberers. Akolythen! Das Schild ist hier, das wissen wir, und dennoch haben wir ihn nicht gefunden. Die Festung ist gesäubert worden, und immer noch entzieht er sich uns. Zweifellos wurde er vor Augen wie den unseren verborgen, in der Absicht, ihn denen vorzuenthalten, die seine Geheimnisse lernen wollen. Das Tor zu den unteren Ebenen versperrt uns nicht mehr den Zugang. Beachtet die Kerzen an der Wand, wenn ihr passieren wollt. Die Festung muss um jeden Preis gehalten werden, wenn wir Erfolg haben wollen. Lasst niemanden hinein, lasst keinen Feind entkommen. Chicken ist ja kein Niemand, Chicken ist eine Herzlose. Und du bist ein Akrobat. Nein, du bist ein Adept, aber... Du bist ein Depp. Ja, du bist ein Adept. Du bist ein Depp. Mr. Depp, was tun Sie da? Mal ehrlich. Was tut er da? Merkwürdig, 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 merkwürdig. Merkwürdig. Kerzen! Oh, an der Wand, hat er gesagt. Ah, das Tor wird woanders geöffnet. Hier, rütteln mal gegen, Chicken. Weiter gegen, rütteln. Vielleicht fällt das ja sich zusammen. Hier. Perfekter Plan, der Tropf! Lass mich raten, du bist gerade hinter mir gespawnt, oder? Hättest du nicht auf der anderen Seite spawnen können und dann das Tor aufmachen können? Du hättest doch irgendeinen Mechanismus wenden können. Ach, der Tropf. Wie nein? Doch! Alles muss man hier selber machen. Also wirklich. Wieso Leute heutzutage? Unbelievable. Heute? Dedra. Ah, wo kommst du denn her? Wo gehst du hin? Natürlich! Du gehst da durch die Fallen durch, ohne Schaden zu nehmen. Und wenn ich da durchgehen will, kommen erstmal tausende Akupunkturnadeln rausgeschossen. Was für ein ekelhafter Cheater ist das denn? Da geht's wieder raus. Dort war ich. Da hinten war ich noch nicht. Habt ihr diesen ekelhaften Cheater gesehen? Irgendwie bin ich ja falsch, oder? Wieso leuchtest du denn nicht? Hä? Muss ich dich anzünden? Geht das überhaupt? Ich muss eigentlich von oben kommen. Weil das Tor ist zu. Chicken, wann hast du zum letzten Mal dieses Addon gespielt? Weiß nicht. Nein, wirklich nicht. Und der läuft da unten, dieser Typ. Kann ich da nicht einfach gegenspringen? Gibt es hier irgendwo einen Stein? Den ich da gegenwerfen kann? Fackel, Kerze, Licht an der Wand. Irgendwas in der Art. Hier, ihr seid Kerzen. Helft mir nicht weiter.
weil ihr keine Lust habt. Chicken will keine Hilfe. Chicken will es alleine rausfinden. Beim ersten Mal hatte ich nicht solche Probleme. Glaube ich jedenfalls. Leute, geht in die Kommentare und schlagt mich bitte. Und Rapidu direkt zweimal. Ja, ich bin blind. Ich bin blind! Juhu! Von wegen, ich bin Scharfschütze, Mr. Typos in der Kapelle von Lerwin. Also, ich nix Augen haben von Scharfschütze. Obwohl ich ein Schaf bin, meh. Also eigentlich bin ich ein Huhn, aber ich bin im Jahr des Schafs geboren. Meh. 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 Ah, dieses kleine Rätsel. I remember. So speichere ich? Keine Ahnung, weil ich es kann. Wir müssen jetzt auf den Sound achten. Das war der falsche Sound, okay. Das war nicht der richtige Sound, oder? Ja. Nein. Sesam, öffne dich! Was machst du? Oh. Interessant. Wahrscheinlich hat man den Sound der Druckplatten gar nicht gehört. Ja, wahrscheinlich. Öffne dich! Nasumi! Das ist nicht Nasumi. Halt einen Kopf. Ich finde Nasumis Einzelteile immer noch nicht. Helft mir. Thor. Hallo Thor. Wie geht es dir? Soll ich dich befreien, Thor? Ich weggehen, Thor. Thor! Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie lange sie mich hier festgehalten haben. Könntest du dir bitte ein Hemd anziehen, wer immer du auch bist? Ich bin Sir Tedrit. Ich kam hierher auf der Suche nach dem Schild des Kreuzritters und wurde von diesen Feiglingen überfallen. Seitdem halten sie mich hier gefangen. Hätten sie dir wenigstens ein Hemd geben können? Ich wurde lange Zeit von diesen Schuften gefangen gehalten. Sie wollten wissen, wie man an den Schild gelangt und glaubten, ich würde ihnen helfen. Als ich mich weigerte, sperrten sie mich hier ein und ließen mich nur heraus, um mich zu foltern. Sie erfuhren nichts von mir. Könnt ihr mir dann helfen? Ich kann euch nicht begleiten, falls ihr das meint. Nein, nein! Ich bin zu schwach. Ich muss mich ausruhen. Sobald ich wieder bei Kräften bin, werde ich mich eurer Sache anschließen. Ihr müsst allein weitergehen. Aber die Kenntnisse, die ich gewonnen habe, könnten für euch von Nutzen sein. Das meinte ich. Wenn du nachher noch mitkommst, dann stirbst du mir nur weg. Obwohl, du bist, glaube ich, essentiell bis zur letzten Quest. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich könnte nachgucken, aber... Naja. Und was wisst ihr eigentlich so? Bevor ich diesen Ort fand, erfuhr ich ein wenig über jene, die ihn angelegt haben. Er wurde geschaffen, um den Schild sicher und verborgen zu halten. In den Schriften, die ich fand, tauchte ein Satz immer wieder auf. Wenn die Augen der Wächter auf dich sehen, wird dir Julianus gewogen sein. Ich weiß nicht genau wie, aber ich bin überzeugt, dass es ein Hinweis darauf ist, wie man sicher durch diese Ruinen kommt. Ich habe es nur euch erzählt. Hoffentlich hilft es euch. Ja, schon wieder irgendwas mit Augen. Augen eines Scharfschützen, dann ist Chicken blitz in den Augen und dann Augen ansehen mit Julianus und so. Die Nuss. Die Nuss. Ich habe immer noch Erdnüsse.
Das interessiert ja niemanden. Na? Hey! Uff! Bah! Oh, komm schon! Du siehst mich nicht, ich bin versteckt. Was zum... Die haben nicht gesehen, dass ich hier hingegangen bin! Oh. Nehmt das. Ja! Friss meine Schwertspitze. Nicht Speerspitze. Ausdauer, Ausdauer! 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 Habe ich Ausdauertränke? Nein! Wirklich nicht? Hä? Ich hatte doch noch welche. Ich könnte Heilmittel für Vampirismus trinken, aber... Sekunde, ich muss gerade mal Bye-bye machen. Schön auf mich warten, ja? Ich muss gerade Ausdauer regenerieren! Ah, jetzt sag mir nicht, meine Ausdauertränke, die ich hatte, in meinem Inventar sind weggebackt, weil die selber gemacht sind. Selbstgemachte Tränke verschwinden gern mal irgendwie bei mir. Wenn, nachdem ich das Spiel beende, das Spiel abstürzt. Das ist schon irgendwie merkwürdig. Und wie sitzt du denn hier, hä? Was haben wir denn alle so Schönes? Habe ich vielleicht so 30 Kürbisse, aus denen ich Tränke machen kann? Hier, 10. Mein Traum. Perfekt. Reicht. In meinem Morrowind-LP bin ich immer so von Tränken zugeschüttet, das glaubt ihr kaum. Und hier? Halleluja. Ja, Halleluja, Chicken, Halleluja. Umbra! So. Der Tropf. Du musst mal gerade eine kleine Spende machen für mich. Klein? Eine große Spende. Ich will deine Seele. Seele. Na, 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 na. Seele. Um meine magischen Gegenstände wieder aufzufüllen. Ja, tust du das für mich? Und Ausdauerwiederherstellungseffekt ist immer noch aktiv. Ah, wunderschön. Da hätte ich eigentlich gar keine 3 Tränke trinken müssen. Sekunden hält das an. Nachher je. Nachher je. Also nicht, dass ich sauer darüber bin. Doch, ich hab's verschwendet. Oh, wie schlimm. So, das ja auch nochmal ein bisschen wieder auffüllen. Ich habe keine Aktion gemacht hier. Bogenschütze auf Doom. Yay. Den Skill, den ich am wenigsten oder wenigsten oder so benutze. Deine Leiche habe ich noch nicht ausgeräumt. Wie konnte mir das passieren?
Ich weiß es nicht. Shit happens. Eine Truhe. Eine Truhe. Kerzen! Aus irgendwelchen Gründen habe ich die Kerzen, als ich hier vorne war, die Kerzen für eine Nirnwurzpflanze gehalten. Verfolgungswahn. Ja, Brombeere. Tintenfass weg. Notiz des Zauberer. Der Gefangene weigert sich immer noch, uns zu helfen. Es besteht kaum Zweifel daran, dass er allein war und dass ihm niemand zu Hilfe kommen wird. Ich habe es euch schon einmal gesagt, ich bin kein Niemand, ich bin eine Herzlose.